Schulde gegen Hinterberg, Berdekow. Yeah. Wo sind die zwei? Berg. Hinterberg hat auch vor ein paar Wochen, so wie Eddie auch, bei der deutschen Slackline-Meisterschaft auf Themen teilgenommen. Dein kennt sich ja so. Okay, wenn ihr bereit seid, kann es losgehen. Hinterberg, Berdekofen und Elli Schütz. Schöner Flow hier, schöne clean Moves, Butt Bounce, 360 Butt Bounce. Ja, wie es der Louis angekündigt hat, die beiden waren erst neulich zusammen auf einem Contest, kennen sich nicht, wissen, was der andere drauf hat und wissen, dass es ja auch wahrscheinlich eine ziemlich enge Nummer werden wird. Spagat von Elli. Signature Move. So, Hinterberg wieder auf der Line. Hinterberg hat noch etwas über eine Minute Zeit. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass der Hinterberg Schuhe mit Profil anhat. Ganz so gut wie kein Slackliner. Also, wer es mal ausprobieren möchte, mit Profil für Slackliner, das ist gar nicht so einfach. Aber Hinterberg scheint es zu mögen. Jawohl, schöner Backbounce hier. Wunderschön ausgeführt. Jetzt ist Eddie wieder an der Reihe. Oh ja. Meine Helfer, Eddie. Ja, und das ist unsere Eddie. Eddie ist übrigens die erste Frau, die einen Frontflip gestanden hat auf der Slackline. Ich meine, wir das heute noch sehen werden. Hinterher noch 40 Sekunden, Halbzeit ungefähr. Oh ja, Motto Flatspin. Sehr schwieriger Trick. Sehr, sehr viel Power braucht. Freeball hinterher. Auf geht's, Elli. Jetzt musst du noch zeigen hier. Elli, du hast noch reichlich Zeit. Das erste hier von Elli. Butt Bounce 360, Butt Bounce. Super, come on. 30 Sekunden. Jawohl. Oh ja, jetzt geht's um die Wurst hier. Die beiden wissen, dass das länges Höschen wird. Happy Stunde. So, Hinterberg muss jetzt nachziehen. Hinterberg hat noch 18 Sekunden Zeit. Beide noch 18 Sekunden. Oh, nice one. Ja, war sehr hoch der Freefall. Volle Konzentration jetzt, auf geht's, prägen! Letztes Schön für Hinterberg-Berdekow wieder! Alles abgelaufen, finish your trick, finish your run! Wahnsinn! Hat den Thema schon die ganze Zeit probiert? Richtig an, was hier im Stand ist. Hat das davor schon mal jemand gezeigt? Cool. Ja, also ich habe das erste Mal beim Hinterberg gesehen und ich... Du auf Hinterberg, oder? Du hast das erste Mal gemacht, Hendrik. Stimmt das? Hier bin ich. 5 Sekunden, Eddie. 5 Sekunden. Eddie, letzter Trick. Du hast noch 2 Sekunden.
Entschieden hat und haben einen Gewinner. Wer hat gewonnen? Andi, sag's uns. Endgewinner ist Elli Schulte!